Nun, Dietmar Eirich hat sich aber dazu ebenfalls Gedanken gemacht. Und zwar, glaube ich, Dietmar, hast du dir ein Rauschunterdrückungssystem ausgedacht, und zwar ein chemisches Rauschunterdrückungssystem, und zwar einen Song dazu. Dietmar, leg doch los. Also mein Rauschunterdrückungssystem kommt immer dann zum Einsatz, wenn es einem ganz besonders stinkt. Ne? Ja. Wenn Tante Frieda zu Besuch ist, wenn's Finanzamt einen schröpft, wenn der Hönes mit dem Schädel wieder mal daneben köpft, wenn beim Auto meist am Sonntag der Zylinderdeckel tropft und nach dem wöchentlichen Samstagsbad das Abflussrohr verstopft, ja, dann stinkt's mir ganz gewaltig, nur mit Musik verraucht mein Groll. Leider schlage ich dabei meist den Magen mit Südtiroler Kopfwein und Bier zu voll. Doch dann am nächsten Morgen ist mein Kopf 3 Meter breit. Ich komme kaum zur Tür hinaus, der Wurm im Hirn, der schreit. Meine technischen Daten nach Hi-Fi, Normundin, die hauen selbst beim besten Willen einfach nicht mehr hin. Denn meine Gleichlaufschwankung ist gewaltig, so zwischen Bett und Schrank und Tür und Stuhl und Wand. Der Klirrfaktor im Kopf, der schrillt so 110%, der Brumm ist außer Rand und Band. Doch meine Rauschunterdrückung funktioniert bei mir nur mit Aspirin und Alka-Seltzer on the rocks. Doch meine Rauschunterdrückung funktioniert bei mir nur mit Aspirin und Alka-Seltzer on the rocks, weiß mir schlecht. Schönen Dank, lieber Dietmar. Wir sollten vielleicht unseren Zuschauern noch sagen, dass du ihnen nicht verloren gehst. Du wirst demnächst in der ARD eine eigene Sendung bestreiten. Und wann wird das sein? Ja, so am 2. Juni. Am 2. Juni. Ich hoffe, liebe Zuschauer, Sie schreiben sich das jetzt schon in Ihren Kalender rein. Aber da du jetzt hier bist, möchte ich doch noch gerne deine Meinung zum Hicom-System wissen. Ich weiß, dass du dich damit beschäftigt hast. Also, ich bin wirklich überrascht, wie gut die Rauschunterdrückung ist, denn ich bin normalerweise kein Elektronik-Freak, der sich wegen dem Bar dB gleich eine neue Anlage kauft. Aber das ist echt hörbar und man hört tatsächlich eine echte Verbesserung. Ja, finde ich auch. Mhm. Und hier von so einem kleinen Zusatzkästchen. Ja, das ist ja ganz spitze. Ne? Das ist ein echtes Stereoanlagen-Recycling, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Man braucht die alte Anlage nicht mehr wegzuwerfen, sondern mit diesem kleinen Kästchen wertet man jedes alte Drum nochmal auf. Ne? Schönen Dank, tschüss, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.